Ein herzliches Willkommen zu meinem kleinen Video. Und zwar hat mich das jetzt ziemlich fasziniert, was auf der Gamescom vorgestellt wurde. Und zwar The War Z oder The War Z. Klingt nicht nur ähnlich wie DayZ, sondern es ist vom Spielprinzip her genau gleich. Oder wenn man nicht sagen will, sogar ein bisschen besser durchdacht. Und zwar ist es ein MMO. Man zahlt einmal und braucht dann nie wieder irgendwas für Updates oder sonst irgendwas zahlen. Das wird so wie bei Minecraft zu seiner Zeit. Und auch für Updates und sonstige Zusatzinhalte wird man nichts zahlen müssen. Die Grafik ist besser wie in DayZ, soll aber auch auf schwächeren bzw. älteren Rechnern und Laptops funktionieren. Zur Story ist noch nicht sehr viel bekannt. Was man weiß, ist, dass man einen Überlebenden spielt, das ist klar. Und es sind 5 Jahre nach dem Zombie-Ausbruch vergangen. Und gleich wie in DayZ soll man überleben. Wie man hier schon beim Bild sieht, es wird Fahrzeuge geben, es gibt Waffen. Und was ich sehr, 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 sehr cool finde, man muss aufpassen, wie in DayZ zum Beispiel auf andere Mitspieler. Und vor allem, dass man von Zombie nicht gebissen wird. Wenn man von Zombie gebissen wird, kann es sein, dass man sich selbst zu einem Untoten verwandelt. Falls man gebissen wird, gibt es dann nur eine Möglichkeit, man muss die richtige Medizin verwenden, die man zum Beispiel in Labors findet oder bei anderen Mitspielern, keine Ahnung, das ist noch nicht so bekannt, es wird jedenfalls diese Medizin geben. Oder man kann sie sich selbst zusammenbrauen aus Zombie-Stammzellen, was ich auch sehr cool finde. Die Karten oder beziehungsweise die Karte wird fast doppelt so groß wie in DayZ werden. Bis zu 250 Spieler sollen sich auf einer Karte tummeln können. Es wird verschiedene Karten geben, zum Beispiel New York und ich weiß jetzt nicht mehr, was alles noch. Also wird es verschiedene Settings geben, was ich auch sehr cool finde. Hier bin ich auf der offiziellen Webseite und das Spiel wird ungefähr, wenn es im Laden ist, wenn es fertig ist, so um die 30 Dollar kosten. Und man kann sich jetzt schon zur Beta anmelden, wie man hier sieht, Pre-order now and get early access to closed beta. Und wenn man jetzt das macht, dann bekommt man das Spiel billiger, als wie wenn es dann fertig im Laden steht. Was gibt's noch zu sagen? Was habe ich jetzt? MMO habe ich. Ja, beim Zombie-Ausbruch sind 95% der Menschheit infiziert. Ohne monatliche Kosten, keine Zusatzkosten. Man kann sich allerdings Vorteile erkaufen, was jetzt aber nicht Einfluss aufs direkte Spiel haben wird. Doppelt so groß wie DC hatte ich schon, 400 Quadratkilometer hatte ich auch. Ja, ich habe es mir jedenfalls pre-ordert und ich freue mich total drauf. Wenn es wirklich halbwegs ausgereift ist, weil DayZ ist schon ein hammergeiles Spiel, nur wenn das besser macht, was DayZ nicht so gut macht, DayZ darf man jetzt keine Vorwürfe machen, ich will mich jetzt nicht drüber aufregen. Es hat natürlich viele Schwächen, ist eine Alpha, keine Frage. Aber es sieht schon verdammt geil aus, die Ideen sind Hammer und ich freue mich auf jeden Fall. Im Herbst soll es rauskommen, dieses Jahr schon. Wann die Beta losgeht, das weiß ich leider nicht. Das steht hier auf der Webseite auch noch nicht. Aber im Herbst soll es kommen. Ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall zocken. Ich werde auf jeden Fall ein Video davon machen. Und dann sehen wir uns vielleicht in The War Z. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen.